Hallo, mein Name ist Hans und ich befinde mich hier im WinLab in der Technischen Hochschule Bilder. Ich möchte heute mit euch mal etwas über das SMD Reflow-Löten sprechen. Ich werde das Ganze in etwa 5 Schritten euch vorstellen. Im ersten Schritt will ich etwas über die Werkzeuge, die ich benutze, erklären. Im zweiten Schritt möchte ich über die Materialien, Leiterplatten, die ich nutze, sprechen. Dann möchte ich im nächsten Schritt über ein Verfahren des Reflow-Lötens sprechen. Das ist mittels eines Kits. Und dann kommt noch ein Verfahren. Dieses Verfahren ist dann mit einem professionellen Lötofen, Reflow-Ofen, was ich dann hier vorführen werde. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen und ich möchte dann mit dem ersten Schritt beginnen. Kommen wir zum Reflow-Löten oder überhaupt SMD-Löten. Es ist keine Kunst. Jeder kann es erlernen. Erfolgreich. Er braucht nur etwas Geduld. Wie bei allem, Übung macht hier den Meister. Was habe ich an Materialien verfügbar, um SMD-Löten machen zu können? Als erstes seht ihr, dass ich hier ein weißes Papier liegen habe. Das hat seinen Grund, weil wenn ich später anfange, mit SMD-Bauelementen zu arbeiten und ich habe die auf meinem Tisch liegen und ich habe zum Beispiel eine dunkle Unterlage, wie ich normalerweise auf dem Tisch habe, dann finde ich unter Umständen die Bauelemente nicht. Ich sehe sie nicht. Der Kontrast ist so gering. Deswegen lege ich mir immer ein weißes Blatt Papier runter, sodass ich die Bauelemente auch besser sehe. Ihr werdet das nachher noch dann in der Praxis sehen. Dann brauche ich fürs SMD-Löten Pinzetten. Ich habe hier so ein Pinzetten-Kit und dieses Pinzetten-Kit nehme ich nur zum SMD-Löten. Also wenn ich konventionelle Bauelemente bearbeite, dann habe ich andere Pinzetten. Der Hintergrund ist der, wenn ich die für beide Fälle nehmen würde, dann würden die nachher so aussehen wie diese Pinzette, die, wenn man das ein bisschen sich näher anguckt unterm Vergrößerungsglas, gar nicht mehr richtig schließt. Weil das ist genommen worden für normale Komponenten und da braucht man viel mehr Kraft und dadurch werden dann diese empfindlichen Pinzetten meistens kaputt gemacht und nicht mehr reparierbar kaputt gemacht. Ja, das sieht man hier. Hier sieht man das auch. Das ist auch eine normale Pinzette, die ich für Standardbauelemente nehme, aber eben nicht für SMD. Für SMD habe ich Pinzetten, die ich ausschließlich für SMD verwende, nur für diesen Zweck. Es sei anzuraten, sich dort ein gutes Set zu kaufen und das auch pfleglich immer wieder wegzupacken, wenn man nicht SMD arbeitet. Des Weiteren habe ich in diesem Set ganz kleine Spachtel. Die gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ich habe hier 2 Beispiele von Spachteln. Ihr werdet nachher sehen, ich nehme die zum Auftragen der Lötpaste. Ja, es gibt unterschiedliche Techniken. Ich bevorzuge die hier mit diesen Spachteln. Was habe ich dann an weiteren Werkzeugen? Ich habe natürlich Lupen. Erst einmal habe ich hier eine große Arbeitsplatzlupe, ja, die mir hilft beim Bestücken der Leiterplatte, der Bauelemente. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Das ist eine große Lupe mit Beleuchtung, sehr komfortabel. Wenn ich etwas detaillierter etwas sehen will, habe ich dann noch kleinere Lupen, um das etwas intensiver oder detaillierter zu sehen. Und ich habe für, wenn ich wirklich ernsthaft angucken will, wie meine Lötstellen aussehen, ein digitales Mikroskop, mit dem ich dann wirklich meine Lötstelle, ja, wenn es erforderlich ist, untersuchen kann. Man muss das gar nicht zu Anfang haben, also eine Lupe braucht man auf jeden Fall. Das ist hier nice to have. Man kann auch ohne diese Lupe arbeiten. Bestücken bei der Lupenarbeit ist nicht anzuraten, da wird man bloß verrückt bei. Normalerweise reicht eine normale Arbeitsplatzlupe zum Arbeiten völlig aus. Was habe ich noch an
Dingen hier liegen. Ich habe immer eine, ja, das ist eine Acrylplatte. Man kann auch eine Glasplatte nehmen. Und der Hintergrund ist folgender. Wenn ich nachher Lötpaste auftrage, dann mache ich mir immer auf diese Acryl etwas Lötpaste und gehe dann mit dem Spachtel ran und spachtel dann die Lötpaste auf meine Komponentenseite der Leiterplatte. Ich habe das, sagen wir mal, als angenehm empfunden. Was gibt es noch, was ich brauche? Ich brauche natürlich Lötpaste. Lötpaste gibt es in verschiedener Art und auch in verschiedener Ausführungsform. Häufigste Variante ist die, dass das Ganze in Spritzenform kommt. Das heißt, ich habe hier eine Lötpaste und diese Lötpaste ist in dieser Spritze. Ja, ich nehme dann später den Deckel ab, stecke hier den Stempel rein und kann dann, wenn ich die Schutzkappe abgenommen habe, die Lötpaste rausdrücken. Zu dieser Lötpaste werden meistens auch noch entsprechende Kanülen geliefert. Jetzt finde ich sie natürlich nicht. Eben lagen sie noch an meinem Platz. Koffee-Effekt. Wo liegen meine Spitzen? Da musste mal kurz stoppen. Die hatte ich doch hier. Ah, hier sind sie drin. Hier liegen sie. Ja, das sind die üblichen Spitzen, die geliefert werden. Ja, man nimmt dann die Schutzkappe ab, steckt die entsprechende Spritze rauf, ja, und kann jetzt durch Pressen des Stempels das Zinn bzw. die Lötpaste entsprechend positionieren, wo sie hin soll. Ich komme da aber noch mal drauf zurück. Also, Lötpaste, ganz wichtig. Bei der Lötpaste gibt es unterschiedlichste Arten, und zwar hinsichtlich ihrer Temperatur. Ich wähle immer eine niedrig schmelzbare Lötpaste, damit komme ich besser klar. Es gibt doch welche, die höhere Temperaturen benötigen. Meine Lötpaste braucht maximal 170 Grad. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren in der Zukunft. Was brauche ich noch? Ich habe immer noch ein bisschen Alkohol hier. Nicht zum Trinken, sondern dieses Alkohol nehme ich, um später die Rückstände vom Flussmittel von der Leiterplatte zu entfernen, also die Leiterplatte zu reinigen. Das wären die Materialien, die ich nehme und die mir im Allgemeinen ausreichen. Es gibt noch andere Lupen. Ja, ihr seht hier zum Beispiel, hier habe ich auch eine Arbeitsplatzlupe. Die Lupe ist sehr schön, das ist eigentlich eine sogenannte dritte Hand. Nehme ich zum SMD-Löten nicht, aber die Lupe ist natürlich auch hervorragend. Die hat auch eine extra Lampe, kann ich noch beleuchten. Also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Lupenvarianten. Ich beschränke mich im Wesentlichen auf die Arbeitsplatzlupe. So, damit sind wir sozusagen fertig mit diesem ersten Teil. Wie fange ich nun am besten an, wenn ich SMD-Löten üben möchte? Es gibt im Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Übungsplatinen zum SMD-Löten. Hier sieht man also überall Rechtecke, ja, sodass man hier Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren löten üben könnte. Es gibt das Gleiche auch noch in einer anderen Version hier, wo man dann auch ICs bestücken kann und üben kann damit. Man könnte damit auch kleinere Schaltungen machen, aber ich nehme das eigentlich zum Üben vom Bestücken von Leiterplatten. Das ist, diese Leiterplatten gibt es als Set, kann man im Internet sich besorgen. Ist die preisgünstigste Alternative. Es gibt auch andere Varianten. Ich möchte die mal zeigen. Es gibt das Ganze auch in sogenannter Kit-Form. Das heißt, ich habe hier mal ein Beispiel von einer Platine, die ich bearbeitet habe. Diese Platine kann man auch im Internet erwerben. Und
mit dieser Platine kommen auch die ganzen Komponenten. Ja, so dass ich, sagen wir mal, ein Kit habe, wo alle Komponenten drin sind. Und ich habe das hier als Muster mal bearbeitet, weil ich hier schön sehen kann, wie sind die verschiedenen Bauformen, SMD-Bauformen. Und konnte auch, sagen wir mal, gleichzeitig testen, bin ich noch in der Lage, diese Bauformen zu beherrschen oder nicht, während der Übungsphase. Kann ich das oder kann ich es nicht? Die hat dann noch einen anderen Vorteil. Auf der Rückseite sehe ich dann auch die verschiedenen Leiterbahnbreiten und bekomme dann Hinweise, welche Bauformen noch so existieren. Also es ist eine Variante, die ich ganz nett finde. Es gibt, ich habe hier auch noch eine zweite Version. Ja, das ist eine zweite Version, die hat nun hier andere ICs drauf. Habe ich nicht mit dem Reflow-Verfahren gemacht, sondern das habe ich noch alles per Hand gemacht. Sieht man vielleicht auch. Aber auch das ist, wie gesagt, übers Internet zu bekommen, einschließlich der entsprechenden Komponenten. Und zum Üben, zum ersten dran gewöhnen, sind solche Platinen eigentlich, finde ich, ideal. Bevor ich nämlich an eine echte Platine gehe, sollte oder würde ich vorher immer empfehlen, erst einmal zu üben, damit man damit klarkommt. Ich habe dann hier noch eine dritte Variante, damit man mal sieht, ja, mit einer solchen Variante werde ich vielleicht nachher mal ein bisschen euch das vorführen. Auch diese Platine ist gekommen mit allen möglichen Komponenten. Ja, ich möchte die Hersteller jetzt nicht werten über oder euch sagen, das ist besser als jenes. Jeder hat so ihre Vor- und Nachteile. Das ist, sagen wir mal, was ich an Platinen nutze. Übungsplatinen. Also ich will das Ganze nicht, würde das nicht empfehlen, beim ersten Mal gleich mit einem echten Projekt, mit einer echten Leiterplatte anzufangen, sondern erst einmal mit diesen Übungsplatinen zu arbeiten. In einem nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, mit welchen Mitteln ich hier Reflow-Löten praktiziere. Ich habe hier in Anwendung zwei Verfahren. Es gibt mehrere Setups dafür. Ich habe hier als erstes ein sogenanntes Kit, das ich mal gebaut habe. Dieses Kit ist eine Reflow-Platte, ja, mit der ich, sagen wir mal, kleinere Platinen, wie diese zum Beispiel, bearbeiten kann. Sie wird versorgt mit 12 Volt. Ich kann dann, und das werde ich noch im Detail vorstellen, hier die entsprechende Flusstemperatur einstellen. Und diese Platte ist ja preiswert, nützlich, hilfreich, hat aber natürlich wie alles neben den Vorteilen auch einen entsprechenden Nachteil. Der Nachteil ist nämlich der, oder sagen wir mal so, Vorteil ist, ich sehe den Reflow-Vorgang direkt. Nachteil, beim Dämpfen, die Dämpfe, die beim Löten entstehen, die würden mir sozusagen ins Gesicht sprühen. Deswegen sollte man, wenn man sowas macht, immer irgendeinen Absauger. Ich habe hier eben bei mir auf der Arbeit einen Absauger, mit dem ich die Dämpfe absaugen kann, sodass die sozusagen mir nicht ins Gesicht sprühen. Das ist der kleine Nachteil dabei. Andere nehmen Bügeleisen. Es gibt auch Leute, die nehmen Backofen. Der Nachteil des Bügeleisens und des Backofens ist der, erstens, ich kann das nur noch zum Löten benutzen, nicht mehr für andere Dinge. Zum Zweiten brauche ich dort noch immer einen extra Temperatursensor. Der Temperatursensor ist hier eingebaut. Das heißt, ich weiß auch wirklich, wie diese Temperatur ist. Wenn ich das machen würde in einem Backofen zum Beispiel, dann weiß ich nicht die Temperatur. Ich weiß nur eine annähernde Temperatur. Dort muss ich also immer noch einen separaten Temperaturfühler einbauen. Hier ist das nicht notwendig bei dieser Platte. Bei Bügeleisen ist das Gleiche. Auch dort brauchte ich noch einen Sensor, um festzustellen, wie heiß ist es denn wirklich. Hier wird das gemessen. Man sieht das, ihr werdet es dann nachher mal sehen. Und ich kann auch den Prozess im Prinzip optisch verfolgen. Reicht für kleinere Dinge aus. Zum ersten Anfang ist das auch die empfehlenswerte Alternative aus meiner Sicht. Das zweite Gerät, was wir benutzen, das ist ein Profi-Ofen, mit dem ich
Reflow-Löten machen kann. Hier ist das praktisch direkt eingebaut. Hat den Nachteil, ich sehe den Prozess nicht direkt, sondern ich sehe das nur durch eine kleine Glasscheibe. Zweitens ist das natürlich entsprechend größer, also nichts unbedingt für den Heimgebrauch. Aber wie im Lab bei uns in der TH Wildau, da haben wir natürlich ein solches, Protoflow E heißt dieser Typ. Und ich werde dann im Detail auch zeigen, wie man mit dem hier das Reflow-Löten praktizieren kann. So, ich möchte das Ganze jetzt in der Praxis mal vorführen, so wie ich das selbst übe. Ich habe hier einen Container, da sind die entsprechenden SMD-Bauelemente drin. Das ist hier eine relativ große Bauform. Und ihr seht, wenn ich die jetzt hier liegen habe, wenn ich das auf der dunklen Arbeitsfläche liegen hätte, würde ich die unter Umständen ja gar nicht mehr wiedersehen oder finden, hier in entsprechenden Lichtverhältnissen. Und wenn mal ein Windstoß kommt, dann sehe ich immer noch, wo sie sind. Um das zu bestücken, und ich fange das mal an einem Beispiel, nehme ich hier in diesem Fall dieses Bauelement, setze das auf die entsprechende Position. Jetzt, und das ist jetzt, wie ich es mache, ich mache mir hier auf dieser Acrylunterplatte dann nehme ich mir meine Lupe oder auch nicht. Manche Sachen, das ist ja ein relativ großes Bauelement, da würde es auch ohne Lupe gehen. Dann halte ich mein Bauelement in Position und ich nehme hier etwas von meiner Lötpaste und trage die hier auf der einen Seite auf. Die eigentliche Kunst besteht jetzt darin, eine Menge zu bestimmen, die zum Löten ausreichend ist und nicht zu viel ist. Aber das ist beim manuellen Löten genau das gleiche Problem, die ausreichende Menge Zinn zu finden für die Lötstelle. So, wie ihr seht, bin ich jetzt noch ein bisschen verrutscht mit meinem Bauelement. Das kann ich jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Jetzt liegt dieses Bauelement auf den entsprechenden Lötpads auf. Jetzt ist es so, mit einem Bauelement ist das noch relativ einfach. Wenn ich jetzt eine Leiterplatte habe, die ich mit SMD-Bauelementen bestücken will, dann halte ich mich immer ganz streng an eine Regel, indem ich erst einmal bei der Bestückung komplexer Leiterplatten alle Bauelemente gleichen Typs bestecke. Also bei Widerständen zum Beispiel als erstes alle 10 Kilo Widerstände. Keine gemischte Bestückung, weil aus meiner Erfahrung dann die Gefahr besteht, dass man schnell Fehlbestückungen machen kann. Denn SMD-Bauelemente haben den kleinen Nachteil, dass sie nicht immer bedruckt sind und ich auch nicht immer erkennen kann, was ist denn das für ein Bauelement? Bei Kondensatoren, welche Kapazität hat das Bauelement? Daher halte ich mich immer streng an die Regel, dass ich bei der Bestückung von Bauelementen immer typengerecht immer eine Type drauf mache. Ich kann also eine Bestückung dann in Schritten machen. Ich mache erst alle 10 Kilo Ohm-Widerstände, dann löte ich die und dann kommen als nächstes vielleicht die 1 Kilo Widerstände. Dann kommen vielleicht anschließend Transistoren, dann die Dioden, sodass ich also, sagen wir mal, im Bestückungsprozess nicht durcheinander kommen kann. Ja, am tödlichsten ist, wenn man jetzt alles ausbreiten würde an Komponenten, das wäre also furchtbar. Das geht mit Sicherheit schief. So, wenn ich das jetzt bestückt habe, durch die Lötpaste hält das auch, also sagen wir mal, es rutscht nicht gleich hin und her. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass ich mache das an diesem Beispiel, ich hier meine entsprechende Reflow-Platte nehme. Ich stelle mir hier die entsprechende Wunschtemperatur ein mit dem Cursor-Knopf. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel 180 Grad eingestellt.
170, 150. Die Temperatur, die ich hier einstellen kann, ist hier in Schritten 140, 150, 160, 170 bis 180. Es ist ein einfaches Modell. In meinem Fall reichen die 170 Grad aus. Wenn ich die Temperatur gewählt habe, dann lege ich meine Leiterplatte hier rauf. Und dann können wir direkt, wenn ich starte, dazu muss ich zwei Tasten drücken, dann fängt an, die Platte zu heizen. Und ihr werdet dann sehen, im Zuge des Aufheizens, seht ihr dann, wie hier der Punkt kommt, wo das Zinn anfängt zu fließen. Ich empfehle aus Arbeitsschutzgründen dann eine entsprechende Absaugeinrichtung, damit die Dämpfe, die jetzt dabei entstehen im Lötprozess, mir nicht unbedingt ins Gesicht kommen. Ich sie einatme. So, ich nehme das mal ein bisschen weg, um das besser demonstrieren zu können. Aber meine Empfehlung in der praktischen Arbeit, sollte man das auf jeden Fall dran haben. Also eine entsprechende Umluft haben, damit man das nicht einatmet. So, wir sind jetzt bei 104 Grad, also noch fängt nichts an zu schmelzen. Es dauert noch einen Moment. Jetzt fängt es an zu fließen, das sieht man ganz gut. Ja, man sieht doch ein bisschen, wie dort Dämpfung kommen. Und wenn man jetzt das kritisch betrachtet, dann ist bei meiner Vorführung schon ein bisschen viel Zinn geflossen. Also ein bisschen zu viel Paste habe ich aufgetragen. Das ist das, was man eigentlich übt dabei mit diesen Übungsplatinen. Was ist die optimale Menge? So wie man es beim manuellen Löten mit konventionellen Bauelementen auch übt. Wie viel Zinn gebe ich rauf, um eine optimale Lötstelle zu erzielen? Was ich nicht empfehle, hier würde es sich fast anbieten, dass man dann jetzt anfängt noch zu, man könnte es machen mit dem Korrigieren, aber das geht meistens schief. Das heißt, man lässt das so und guckt sich das hinterher an. Und korrigieren ist immer eine Sache, die fehlerbehaftet sein kann, weil das, sagen wir mal, ja auch heiß ist. Ich kann ja jetzt hier nicht drin rumfingern. Jetzt zeigt mir dieses Gerät an, Cool down, das heißt, der Lötprozess ist beendet und jetzt muss ich einfach warten, weil die Platte, das ist alles heiß, man könnte sich dabei verletzen. Ich mache es dann immer so, dass ich, nachdem ich die Lötung gemacht habe, gucke ich mir die Lötstelle natürlich an. Ich werde das gleich unter der Lupe mal zeigen. Und reinige dann, wenn ich, nehmen wir mal an, eine richtige Leiterplatte mit einem richtigen Projekt mache, dann würde ich anschließend, wenn ich die Lötstellen als gut befunden habe, das Ganze säubern. Und dazu habe ich immer etwas Alkohol bei mir und einen entsprechenden Pinsel, mit dem ich dann die Flussmittelreste beseitigen kann. Für kleinere Projekte zu Hause, wenn man mal wirklich was Kleines hat, ist das völlig ausreichend. Ich nehme das auch manchmal, um Bauelemente zu entfernen. Ja, je nachdem, ob die Leiterplatte es erlaubt, also wenn ich ein kaputtes Bauelement identifiziert habe, gibt es ja zwei Varianten, die Bauelemente zu entfernen. Die eine Variante, ich nehme eine Art Föhn und mit dieser Heißluft erwärme ich das Bauelement und kann es dann sozusagen bei der entsprechenden Temperatur entfernen. Ich kann aber auch so eine Platte nehmen, kann das Ganze hochheizen und kann dann das Bauelement entfernen. Das funktioniert auch. So, jetzt ist es, sagen wir mal, mit Sicherheit nicht mehr ganz so heiß. Ich nehme aber trotzdem hier die Pinzette. Ja, und jetzt ist meine Lötung fertig. Ich will das noch mit einem zweiten Bauelement vorführen. Das zweite Bauelement, ihr seht, auf dieser Übungsplatine habe ich auch die Möglichkeit, 8-beinige ICs zu löten. Ich will das mal einmal vorführen, wie das geht. Und wir machen das Ganze nachher noch mit einer anderen Leiterplatte mal mit unserem Profiofen. Gut, ich will das jetzt noch mal an einem IC zeigen. Das ist gleiche Verfahrensweise. Ich platziere meinen Schaltkreis,
Später muss ich auch auf die Richtung achten. Hier brauche ich das jetzt bei dieser Übungsplatine nicht. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das richtig platziert habe. Zinn rauf. Es sollte nicht zu viel sein. Auch hier sollten immer noch die Beine zu sehen sein. So, das Ganze mache ich jetzt auch auf der gegenüberliegenden Seite. Der Spritze selbst mit der Kanüle nie geklappt, deswegen bin ich auf diesen Spachtel gekommen. Und damit lässt sich das ganz gut hier auch portionieren. So, und jetzt die gleiche Verfahrensweise wie vorhin. Ich wähle hier die entsprechende Temperatur. Ja, 160, 170 Grad ist hier. Und jetzt sieht man dann den entsprechenden Lötprozess. Ja. Ja, damit ist der Lötprozess an sich abgeschlossen. Ich warte nur noch darauf, dass die Platine entsprechend abgekühlt hat. Und damit ist das hier an diesem Beispiel abgearbeitet. Im nächsten Schritt möchte ich das an unseren Profi-Lötofen hier beschreiben. Ist ein bisschen anders, ein bisschen komfortabler. Der Lötofen besteht hier letzten Endes aus der entsprechenden Klappe. Ich habe jetzt hier für meine Testleiterplatte das schon vorbereitet. Hier würde man die Leiterplattengröße einstellen, je nachdem wie groß die Platine ist, so dass man sie ganz bequem reinlegen kann. Ja, also die wird dann hier reingelegt. Das ist jetzt für die Platine nicht gemacht. Dann schaltet man den Ofen ein. Und in dem Menü kann ich dann entsprechende Profile auswählen. Jetzt kann ich, es gibt Profile, die sind vorgegeben, also Factory Pre-Programmed Profile. In meinem Fall ist es so, dass ich, sagen wir mal, entsprechend der Paste, die ich habe, mir das einfach mal ausgedruckt habe, wie ist das Profil für die Lötpaste, die ich im Augenblick verwende. Hier sieht man das, das ist das Profil. Und dieses Profil sagt mir dann, welche Temperaturen in der Vorwärmphase, Aufwärmphase und das ist der eigentliche Lötprozess, ich hier sozusagen zu realisieren habe. Hier ist die Zeitachse. Ja, das heißt also, ich habe hier 60 Sekunden, wo er dann in dieser Aufheizphase ist, wo er Reflow-Phase wird das genannt. In der Vorwärmphase hier, das sind zwischen 60 und 100 Sekunden, wo langsam die Platine aufgeheizt wird. Und in dieser grünen Phase, das ist die Vorwärmphase, da ist die Platine aber noch nicht im Ofen. Ich habe das nur hier alles einprogrammiert für diese Lötpaste. Und das Ganze läuft dann so ab, dass ich das Profil wähle, ja, mit Enter. Und ich habe es so gemacht, dass ich als Profilname gewählt habe, den Zinn, den ich benutze. Also das, die entsprechende Lötpaste. Und ich verwende hier SN42B15. Deswegen habe ich das so programmiert. Und jetzt würde ich sagen, ich habe meine Leiterplatte mal vorbereitet. Ich habe hier mal so eine Leiterplatte, drei Bauelemente draufgelegt. Ja. Und auch entsprechend mit der Paste belegt. Ja, das sind drei passive Bauelemente. Ich wollte jetzt keinen IC drauf machen. Das ist ja vom Prinzip immer wieder das Gleiche. Dann, wenn ich das ausgewählt habe, das Profil, es gibt hier mehrere. Ja, hier habe ich LF Medium, LF Large. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Profile, die hier hinterlegt sind. Und ich kann jedes dieser Profile auch bearbeiten. Ja. Und ich habe hier mir dieses Profil erzeugt. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, ja,
dann kann ich jetzt zwei Dinge machen. Entweder ich starte das oder ich kann ein Profil verändern. Also wenn ich eine andere Zinnsorte nehme, dann würde ich sozusagen, oder eine andere Pastensorte, ist das korrekter, dann würde ich, sagen wir mal, dieses Profil editieren und anpassen an die entsprechende Paste. Gut, wir haben aber das entsprechende Profil, deswegen kann ich jetzt auf Start drücken. Jetzt läuft das folgendermaßen ab. Jetzt heizt der Ofen vor. Das ist in dieser Kurve, diese Vorwärmphase. Ja, in dieser Vorwärmphase geht er auf eine Temperatur. Ich weiß nicht, was ich da eingestellt habe jetzt aus dem Kopf. Ich glaube so um die 120 Grad. Muss ich mal gucken. Ja. Er geht dann, ja, 100, dann kann ich die Platine reinlegen, dann geht er auf 140 etwa und dann geht er mal kurz auf 160, 170. Das ist, sagen wir mal, dann die Reflow-Phase. Diese Phasen durchlaufen wir jetzt. Wir befinden uns jetzt ungefähr in dieser Phase. Ja. Und der Ofen erinnert mich dann daran, wenn er die entsprechende Temperatur erreicht hat, dann fängt er an, mit einem Signal mir zu sagen, open the drawer, und dann lege ich meine Platine ein. Wir haben jetzt die Vorwärmzeit erreicht. Jetzt wird mir angezeigt, dass ich den entsprechenden Schubfach öffnen soll. So, jetzt lege ich meine Platine rein in das vorbereitete So. Und dann schließe ich die Klappe und dann startet der geht der Prozess in den nächsten Schritt. Jetzt sieht man, er heizt jetzt auf und zwar 83, 80 Sekunden. Nach diesen 80 Sekunden kommt er dann in die nächste Phase, das ist die Reflow-Phase und die dauert etwa 1 bis 2 Minuten. So, jetzt ist er in der Reflow-Phase, es wird mir angezeigt. Ja, das Ganze geht 80 Sekunden, also jetzt. Dann geht er auf 160 Grad. Ja, Vorteil, hier gibt es keinerlei Dämpfer. Das wird alles sozusagen in dem Nachteil, ich sehe natürlich nicht diesen Prozess selber. Aber wenn man die entsprechende Routine hat, muss man das auch nicht sich die ganze Zeit anschauen. Er signalisiert mir dann, dass er im Abkühlen-Vorgang ist. Ja. Und sagt mir auch, aha, öffne bitte jetzt die Schublade. Jetzt ist es aber noch heiß. Man darf auf keinen Fall jetzt die Platine versuchen anzufassen. Ja. Denn ich würde mir die Finger verbrennen. Das ist ziemlich heiß. Ja, und das sind dann nochmal etwa 2-3 Minuten, die man das einfach abkühlen lässt. Ich habe bei dieser Platine das, wie ich es bei den meisten Platinen mache, in Schritten gemacht. Also IC raufgelötet, Transistoren raufgelötet, dann habe ich Dioden raufgelötet. Jetzt habe ich mal Widerstände bzw. Kapazitäten drauf gelötet, einfach um diesen Prozess einfach mal vorzuführen. Also ich mache das immer in mehreren Schritten. Entscheidend ist, dass man sich das entsprechende, die entsprechende Paste raussucht, die nicht zu hoch temperiert sein sollte. Dann kann man dieses Verfahren so vollziehen, wie ich es hier beschrieben habe. So, jetzt ist die Platine langsam auch von mir greifbar. Ja, man sieht jetzt, das sind diese Bauelemente, die ich bestückt habe hier, die drei. Die anderen hatte ich vorher schon bestückt. Und jetzt könnte ich schrittweise das Ganze weiter bestücken, bis ich dann komplette Platine, komplett bestückte Platine habe. Die habe ich noch nicht gemacht, die muss ich noch machen. Aber ähnlich habe ich es auch mit dieser Platine gemacht. Immer Schritt für Schritt.
bis das Ganze dann komplett sozusagen vorlag. Einmal habe ich es per Hand gemacht und einmal habe ich es mit dem Reflow-Verfahren gemacht. Läuft ganz gut. Ist eben eine reine Übungsfrage. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, angeregt. Ihr seid herzlich eingeladen bei uns im WinLab in der Technischen Hochschule Wildau vorbeizukommen und das auch selber auszuprobieren. Kommt mit eurem Material her, probiert es einfach mal und ihr werdet sehen, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.